Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator. Da. Da wollen wir doch mal schauen. Lass uns loslegen. Bitte links halten. So, ich habe mal geguckt. Ich sehe gerade mal gucken. Also, das ist tatsächlich die Reihenfolge, wie sie auf der Festplatte liegen. Also, man hat ja, wenn man einen Ordner öffnet unter Windows zum Beispiel oder unter Linux auch, wenn die Dateien ja normalerweise alphabetisch sortiert, aber auf der Festplatte in der Dateisystemstruktur sind sie ja nicht alphabetisch sortiert. Und ja, das ist tatsächlich die Reihenfolge, wie sie auf der Festplatte liegen. Das heißt, ETS scheint sie einfach nur überhaupt nicht zu ordnen. Jetzt weiß ich leider gar nicht, ob es das jetzt irgendwie eine neue Option ist, weil früher war es immer geordnet. Ich guck mal ganz kurz da rein bei Audio. Bis hier irgendein Häkchen gibt's bei Radio. Nee. Sehe ich erstmal nix. Tja. Wobei, das wird aber nicht sein, also ich glaube nicht, dass es hier jetzt irgendwo anders ist. Oder gibt es irgendwo spezielle Radioeinstellungen? Nicht, dass ich wüsste, oder? Aha. Vor allem verstehe ich halt noch nicht, warum sie überhaupt rausgenommen haben. Weil, ne, bis zur Version 1.49 war es ja alphabetisch sortiert. Ah ne, hier macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ich gucke trotzdem mal. Tracking, da. Nö. Wo man natürlich noch gucken kann, ist, ich beende mal ganz kurz, in den also in der Config-Datei. Punkt. Local. Achso, damit ihr was seht. So. Share. Eurotruck Simulator. Config. Aber mal Sorting. Graphic Client Sorting? Nein. Cargo Sorting? Ah, nee. Music. Init Sound Music. Intro. UI. Nö. Da gibt es auch nicht so viel. Radio. Graphic Radio Mode 1. Was auch immer das bedeuten kann. Ja. Bin nicht ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Sieht erstmal nicht so aus, als wenn es hier für eine extra Option gibt. Das ist deprimierend. Sehr deprimierend. So. Jammerschade.
Na gut, müssen wir damit leben. Dass es wohl erstmal nicht mehr sortiert ist. Ich meine, wir persönlich haben eh immer Shuffle. Ja. Aber trotzdem irgendwie schade. Und vor allem, wie gesagt, verstehe ich halt nicht den Hintergrund, warum die es jetzt geändert haben. Weil bisher ist es immer funktioniert. Wo ist eigentlich das schöne Lied von gerade eben? Man kann jetzt hier nicht mehr nach Liedern suchen. Ah, das ist. Ja, das die ganzen Fotos hier, die wir alle machen können. Werde ich wieder alle machen, wenn wir wieder unsere Schönheit zu einem Mikro-LKW haben. Übrigens ist mir letztes Mal aufgefallen, wir sind immer hier rechts lang gefahren. Und wenn man hier hinten lang fährt, dann kommt man. Also, ich habe letztens irgendwie versucht, rechts halten, den Sinn rechts abbiegen, hinter diesem Stück hier zu verstehen, aber er schließt sich mir irgendwie nicht. Ist es rein so eine optische Sache, so nach dem Motto, hier schaut mal, hier gibt es auch noch eine Straße, weil die Straße scheint keinen wirklichen Vorteil zu haben und wird auch, solange man nur dem Navi folgt, auch nie angefahren, weil es gibt ja halt doch nichts, was irgendwie besonders wäre. Außer als für mich die Straßenbahn. So. Deswegen verstehe ich ja gesagt nicht, warum die das jetzt hier extra ausmodelliert haben. Weißt du, normalerweise gibt es ja hier viele Straßen, die vorhanden sind, die aber absichtlich abgesperrt werden. Und hier haben die extra eine Straße rein designt, die nicht wirklich irgendeinen Vorteil hat. Ist einfach nur da. So.
Ich habe mir das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, laut, wäre wohl die Kreuzung, also die Auffahrten dort hinten relativ enge Kurven haben, dass man da mit schwereren, also mit so Schwellertransportern oder Tandemauflieger hintenrum besser langkommt. Vielleicht. Ja. Irgendwie. Ja. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ja, komm, die Kamerapunkte nehme ich mal mit. Ups. Das war doch mehr, als ich dachte. So, 30 Stunden überspringen, let's go. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Und natürlich wird direkt dunkel. Das ist aber kein Problem, weil wir müssen ja eh wieder, eigentlich... wir können hier gleich weiter. Wie war das? Ah ne, halt doch, ne, wir müssen hier doch hier rum. Zeit zu gehen. Wir haben noch 17 Stunden. Auch noch 5. Ah, wäre ganz schön riskant jetzt zu schlafen. Alter. Neue Route finden. Ein Goppel hier. Okay, lass uns eine neue Route finden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Dass das hier als Kreisverkehr erkannt wird, ja. Übrigens immer Tipps, immer den hinteren gehen hier nehmen, also immer hier den zweiten. Also den linken. Weil man hier wesentlich besser durchkommt.
Ne, weil hier geht es geradeaus weiter. Kann man einfach geradeaus durchfahren. Von dem hier, hier müssen wir hier nach links abbiegen und dann nach rechts abbiegen. Und diese gelben Dinger sind super behindert. Deswegen am besten immer einfach den linken Durchgang nehmen. Da kommt man da relativ gerade durch. Ob uns das jetzt allzu viel bringt, weil wir noch schlafen wollen, hier, weiß ich jetzt gar nicht. Wo müssen wir überhaupt schlafen? Oh, Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Können wir einfach durch? Ja, muss man doch wieder durchpassen. Ja, easy. Digga, wie ein Gott. Nein. Oh, come on. Yeah, Digga. Bin ich Gott oder was? Denk doch. Sieht gut aus. Immer geradeaus. Jawohl, ja. Gerade so links. Oh nein, nicht rot. Nein, nein, nein. Ha, war ja klar. All I need is 10 more minutes. 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's so clear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or leave you alone? So let me know if you give up hope by now. Zieht der Uhr noch einfach nach rechts, Alter. Und sie sind eh nur nach links. Was ist los mit diesen Jungs? So. Denke ich einfach die ganze Zeit. Wie komme ich die Liste sowieso gar nicht mehr laut vor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ist alles richtig.
Manche Lieder sind einfach so laut. Der Lektor hört auf. Was ist denn los? Ich weiß nicht mehr. Warum bleibt der Ecke wieder vorne links? Wir werden vielleicht komplett im Kreis. Ganze Zeit. Ich glaube, letztens schon mal, als ich mich privat gewählt habe. Oder war es sogar im Let's Play? Ich glaube, das war sogar im Let's Play.
wo ich mal die Fliehkamera aktiviert habe und dann... Ja, da habe ich halt die Fliehkamera aktiviert. Bin dann kurz in die Luft gegangen. Hab dann auf Warp 10 geschalten, sodass die Zeit relativ schnell vergeht. Und dann, ja, ist ja wirklich die ganze Zeit einfach nur im Kreis gefahren. Also immer wieder, ja, abgewogen quasi. Was schon recht dumm ist. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Und wir sind in Überzeit.
Fahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kann ich da runter? Ja. Kirchen, wie sieht nämlich aus mit Bank? Ah, ne, kann man nicht zurückzahlen. Von der 85k. Aber hey, es wird bloß noch 3000. Jutchen, dann. Ich würde mal sagen, soll es das mit der Folge gewesen sein, denn sie wird nächsten Folge dann wieder nach dem ganzen anderen Zeug, so wie mein Test und ATS. Bis dann.